Willst du mit mir filmen? Hallo meine Lieben, schön dich hier zu haben und nochmal aus dem neuen Jahr ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Falls du neu auf meinem Kanal bist, hi, ich bin Amy, ich mache ganz viele Videos zu dem Thema Aufräumen, Ordnung halten, das Leben romantisieren und genießen und ich bin eher eine introvertierte Person, die sehr viel Zeit zu Hause verbringt und einfach nach der Arbeit keine Lust hat oder mentale Kapazität hat, meistens irgendwas zu machen und ich nehme mich einfach so ein bisschen bei meinem Leben und bei meinem Alltag mit. Und ich freue mich riesig, wenn du ein bisschen auf meinem Kanal verweilst und ein bisschen gemeinsam mit mir hier Zeit verbringst. Deswegen schnapp dir jetzt eine Tasse deines liebsten Getränkes und mach's dir gemütlich. Und ich dachte, wir verbringen so ein paar Minütchen Zeit miteinander. Ich habe mir jetzt heute ein Matcha gemacht. Das ist nichts Neues, glaube ich. Ich mache immer mein Matcha. Aber was Neues, ich habe Ewigkeiten nicht mehr meine selbstbemalte Tasse verwendet, also diese hier. Und es tut gerade richtig gut. Wir haben ja jetzt schon quasi Mitte Januar und ganz viele Menschen haben immer das Gefühl, dass sie am 1. Januar neue Ziele sich überlegen müssen oder vielleicht auch was verändern müssen und dass man die meistens aber dann auch nicht einhält oder nach einer Woche vielleicht auch aufgibt, weil man sich zu hohe Erwartungen oder einen Stress daran verknüpft und das möchte ich hier auch gar nicht machen, sondern ich dachte, es ist eine ganz schöne Idee, mal darüber zu sprechen, was man mehr mit im neuen Jahr integrieren möchte und was man vielleicht auch ein bisschen mehr mit einbinden möchte und was man auch in dem alten Jahr lassen möchte. Weil für mich ist der Januar generell so eine Vorbereitung aufs komplette Jahr. Und es beginnt nicht nur oder es findet nicht nur in der ersten Woche statt oder in den ersten Tagen. Ich bin ganz ehrlich, ich arbeite, ich habe da auch meistens gar keine Zeit oder den Kopf dafür. Aber ich finde es ganz schön, nochmal so ein bisschen gemeinsam zu reflektieren, was für Dinge, die man sich mit ins neue Jahr nehmen möchte und was man hinter sich lässt. Könnt ihr mich eigentlich durch meine Brille hier sehen? Ein großes In für mich ist Essen vorbereiten und dass man auch Essen bereit hat. Das spielt sehr stark darauf an, dass ich für die Arbeit mir einfach mein Mittagessen vorbereiten muss und mit in die Arbeit nehmen. Ich habe manchmal auch Tage gehabt, wo ich einfach dann am Morgen da stand und ich dachte mir so, oh Gott, was nehme ich jetzt mit zum Essen? Ich habe nichts vorbereitet und dann ist man sonst auch auf der Arbeit auch irgendwann hangry und weiß nicht, was man machen soll. Oder bei mir wurden es dann meistens Nudeln mit Pesto in der Mittagspause. Und da möchte ich mir einfach ein bisschen besser den Plan haben, dass ich Essen vorbereite und ja, was mitnehmen kann. Ich habe zwar das große Glück, dass ich auf der Arbeit eine Herdplatte habe und mir was schnell kochen kann, aber ja, ein großes In ist dafür, Essen vorbereiten. Dann ein weiterer Punkt, Bewegung. Ich sitze den ganzen Tag auf der Arbeit. Ich komme nach Hause und ich sitze weiter auf dem Sofa, am Sessel oder man geht schlafen. Und ein sehr großer Punkt, den ich weiter mit integrieren möchte und weiter ausbauen möchte, ist Bewegung, besonders Joggen. Ich habe ja letztes Jahr den Silvesterlauf mitgemacht. 10,7 Kilometer waren es und ich bin so stolz, dass ich das geschafft habe, meine Jogging-Einheit auf 10 Kilometer hoch zu bekommen und das Ganze möchte ich natürlich jetzt nicht schleifen lassen, dass ich dann wieder nur vielleicht 2 oder 3 Kilometer jogge, sondern auch weiterhin 5 Kilometer oder 8 Kilometer joggen kann und das nicht so sehr aufs Laufen fokussiere, sondern einfach auch mal eine Runde spazieren gehe und mich täglich noch ein bisschen bewege, ob es eine Runde um Block ist oder vielleicht eine kleine Dehneinheit oder sowas. Aber dass der Körper einfach nach dem ganzen Sitzen noch ein bisschen Bewegung bekommt. Eine ganz große Sache, die ich mehr zelebrieren möchte, sind gesunde Pausen. Das kann so aussehen, dass ich vielleicht meinen ganzen Tag Pause brauche und einfach an dem Tag auch mir kein schlechtes Gewissen mache oder ein kein schlechtes Gefühl vermittle, wenn ich nur auf dem Sofa liege und lesen möchte oder eine Serie schauen möchte oder YouTube-Videos. Oder es können so kleine Pausen sein, wie einen Spaziergang machen, 5 Minuten, weil man sich einfach nach diesen Pausen so viel besser fühlt und ja wieder besser durchstarten kann mit seinen Aufgaben, mit seinen To-Do-Listen oder was halt ansteht, anstatt dass man sich so abrackert und einfach kaputt geht. Bestes Beispiel, vor ein paar Tagen auf der Arbeit war ich so erledigt und ich konnte nicht mehr und dann habe ich in der Mittagspause beschlossen, kurz eine Runde um den Block zu gehen und danach ging es mir so viel besser und ja, sich da einfach auch die Zeit nehmen. Ich weiß, man kann sich jetzt nicht vielleicht einen halben Tag mal frei nehmen oder sowas, aber da dann vielleicht auch zu versuchen, wie kann ich mir jetzt hier eine kurze Pause gönnen,
und von allem kurz abschalten. Dann möchte ich mehr Freundlichkeit in meinen Alltag integrieren. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass ich eine unfreundliche Person bin oder sowas, sondern Freundlichkeit auch zu mir selber und ja, einfach freundlich in der Hinsicht, dass man sich positive Sachen sagt und sich nicht runtermacht. Das möchte ich wirklich in einem alten Jahr lassen, sondern einfach sich gute Affirmationen vielleicht auch sagt, ich bin gut, ich kann das, ich mache das super und dadurch auch irgendwie zu anderen Menschen freundlicher ist in den Situationen, wo man vielleicht gerade einen Down-Moment hat, weil man weiß nie, was gewisse Menschen durchmachen und da einfach kurz auch innehalten und ja, auch mit Freundlichkeit dann ein bisschen mehr begegnen, weil ich habe wirklich keine Lust mehr auf Stress oder Genervtheit oder sowas und es ist meist schwierig, dann in so einer Situation das auch sein zu lassen. Aber wirklich, was ich vor kurzem gehört habe, und das finde ich so, so super, wenn es dich jetzt in einem Tag oder in einer Woche oder sowas ja nicht mehr aufregt, warum sollte ich jetzt eine Stunde oder fünf Minuten oder sonst was Zeit drauf verschwenden, mich darüber aufzuregen? Man kann sich kurz den Moment geben, okay, ich rege mich jetzt ganz kurz auf und dann lasse ich es hinter mir. Und das möchte ich einfach auch mehr mit ins neue Jahr nehmen. Weniger Bildschirmzeit. Muss ich dazu viel noch sagen? Ja. Und die Bildschirmzeit dann lieber auch mit Hobbys füllen und neue Hobbys vielleicht kreieren und lesen und solchen Sachen nachgehen. Für mich auch ein großes In-Punkt, also ein Punkt, den ich mit ins neue Jahr nehmen möchte. Neue Hobbys ausprobieren und zu Hause vielleicht mal kreativ werden und in der Hinsicht weniger am Handy sein, sondern einfach was machen. Ich finde es so schade, dass man häufig was auf Social Media sieht und das cool findet, aber selber nicht nachmacht, wie Kerzen bemalen oder vielleicht auch was mit Keramik oder was malen oder sowas und findet es bei anderen cool und denkt sich so, oh ja, sieht nett aus. Aber selber nimmt man sich nicht die Zeit und deswegen da weniger in der Hinsicht dann scrollen, sondern einfach auch machen. Dann möchte ich auch versuchen, spontaner zu sein und ja, mal Sachen ausprobieren, Verabredungen machen, einfach wohin fahren und keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Spontanität in mein Leben bringen, weil ich plane gerne, ich habe gerne Strukturen und da einfach auch ab und zu mal von meiner Norm abweichen. Dann, was ich sehr, sehr gerne weiter beibehalte, ist Journalen. Das mache ich tatsächlich gerade jeden Tag und vielleicht ist das auch eine schöne Idee für dich. Ich finde, das ist auch immer so eine große Bürde vielleicht, wenn man sagt zu Journalen, was soll ich denn überhaupt schreiben? Aber ich hatte zum Beispiel auch gestern einen Tag, da habe ich nur aufgeschrieben, heute bin ich richtig müde und das war's dann. Aber ich habe kurz einen Satz zu Papier gebracht und schreibe gerade jeden Tag oder jeden zweiten Tag einfach auf, was mir gerade morgens durch den Kopf geht. Vielleicht so, oh ja, gestern habe ich das und das gemacht oder heute freue ich mich auf das und das und sowas. Und irgendwie ist das ein richtig schöner Start in den Tag damit und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Und dann ein sehr großer Punkt noch für mich dieses Jahr, Ehrlichkeit und für sich selber einstehen und zu manchen einfach Nein sagen. Anstatt, dass man einfach sagt, nein, ich kann das gerade nicht machen, eine Aufgabe, die man vielleicht im Job bekommt oder von Freundschaften oder Verabredungen, einfach auch ehrlich zu sein und zu sagen so, nein, das passt mir gerade nicht, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Kraft dafür oder ich habe keine Lust darauf. Also in der Arbeit muss man natürlich gewisse Sachen machen, aber in der Hinsicht einfach für sich einstehen und zu sagen, das ist mir gerade zu viel und es ist auch irgendwie besser, wenn man das direkt kommuniziert, anstatt zu sagen, so ja, vielleicht schaffe ich das noch oder ja, vielleicht auch, wenn man sich mit Freunden verabreden will und man hat eigentlich gar keine Lust oder hat gar keine Zeit. Und es ist viel schlimmer, in letzter Minute dann abzusagen, anstatt von vornherein klar zu kommunizieren, hey, mir ist das gerade einfach zu viel, ich packe das gerade nicht, gerne wann anders. Und ja, jetzt noch die unnötigen Sachen oder die Sachen, die wir nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen möchten. Einmal unnötiges Scrollen. Wir sind so viel am Handy. Ich schließe jetzt vielleicht von mir auch auf andere. Aber ich habe feste Zeiten rein theoretisch, wann ich am Handy bin. Morgens einmal und abends einmal. Über den Tag schaffe ich es eigentlich nicht, was ja auch gut ist. Aber einfach aufhören, unnötig zu scrollen, sich zu vergleichen und Zeit zu verplempern. Und in der Zeit kann man wirklich andere Sachen machen, vielleicht lesen, vielleicht eine Runde rausgehen, spazieren oder ja, malen, keine Ahnung, irgendwas anderes.
Dinge aufschieben. Ich glaube, das ist ja selbsterklärend. Man hat manche Sachen, die man einfach aufschiebt, wie den Haushalt oder unnötige Aufgaben, Termine oder sowas und wo anzurufen und das einfach hinter uns lassen und uns drum kümmern. Ein sehr großer Punkt, den ich wirklich dran arbeite, Dinge nicht zu persönlich zu nehmen und auch einfach, wenn mich gerade eine Situation stresst, mich was nervt, mich Menschen aufregen oder sowas, nicht zu persönlich nehmen und einfach versuchen, wieder das hinter mir zu lassen, weil das steht mir nur meinen Seelenfrieden und deswegen, ja, weg damit. Da arbeite ich wirklich dran und wir hoffen mal, dass es gut funktioniert. Und in der Hinsicht auch der letzte Punkt, zu allem Ja sagen. Ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend, dass man sich damit auch nicht vielleicht übernimmt und überlastet, zu allem Ja und Aber sagt. Und so einfach auch wie bei den Innengewohnheiten, also das ist aus dem Englischen, sorry, wenn ich jetzt hier vielleicht so ein bisschen Englische, aber für sich wieder mehr einstehen und sagen, das kann ich machen, das kann ich nicht machen und da einfach auch eine klare Grenze ziehen. Mich würde es jetzt auf jeden Fall riesig interessieren, was so deine Ins und Outs fürs neue Jahr sind, was du gerne mehr mit ins neue Jahr bringen möchtest und was du gerne hinter dir lassen willst. Ich finde, das ist ganz schön, sich nochmal darüber Gedanken zu machen und man muss das nicht alles Anfang Januar gemacht haben, man kann es irgendwann auch noch machen und ja, man sollte sich da jetzt nicht gestresst fühlen, weil alle schon ihren Plan haben für das neue Jahr oder Ziele gesetzt haben oder ein Vision Board gemacht haben oder sowas. Jeder macht das in seinem Tempo, vielleicht willst du es ja auch gar nicht machen und fandest es jetzt nur interessant zuzuhören, was so meine Ins und Outs sind. Und in der Hinsicht wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.